Genau. Und jetzt möchten wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir legen direkt los mit der ersten Gruppe. Und zwar heißt das Team Life is Complex mit Julian und Ernst. Kommt mal auf die Bühne und baut schon auf. Einen Namen vergessen. Welcher ist er? Timon ist auch noch mit dabei. Sorry, steht hier nicht auf der Liste. Und zwar, während ihr hier aufbaut, kann ich mal kurz erzählen. Das war nämlich super interessant. Das waren nämlich am Anfang eigentlich zwei unterschiedliche Gruppen, die zu zwei unterschiedlichen Themen gebrainstormt haben. Und zwar zu Zukunft, Stadt und Umwelt. Und dann haben die sich letztendlich zusammengefunden über die verschiedenen Datensätze. Und welche Datensätze sie genau nutzen und was sie umgesetzt haben, erzählen euch die drei jetzt am besten selber. Bühne frei. Ja, ich bin Timon. Und wir sind die Gruppe Life is Complex. Und wir sind, wie eben schon erzählt, ein Zusammenschluss aus der Umweltgruppe und der Zukunftsstadtgruppe. Und gemeinsam haben wir eine 3D-Visualisierung von Hamburg mit Open Data erstellt. Genau, ich bin Ernst. Die Daten haben wir aus dem Transparentportal Hamburg. Unsere Map ist eine OpenStreetMap als Grundlage. Die anderen Daten, wie zum Beispiel die Lärmpegelkarte und der Baumkataster, lagen im XML-Format vor. Ja, gut. Dann zur programmiertechnischen Umsetzung. Eigentlich größtenteils die Programmierung habe ich übernommen, also ich bin Julian. Und ja, das ist C++ habe ich verwendet. Und die Grafikbibliothek OpenGL. Gut, dann fange ich mal an. Ja, vielleicht nochmal kurz zu den Daten. Die 3D-Modelle, die im Transparenzportal vorlagen, waren, wie schon gesagt, in einem City-GML-Format, das basiert auf XML. Und die liegen im Level 1, ja, in einer Qualität von Level 1 vor, das ist die gröbste 3D-Qualität. Aber das Transparenzportal Hamburg hat bekannt gegeben, dass Ende 2016 noch höhere Qualitätsstufen herauskommen. Und da die kompletten XML-Files ungefähr von den ganzen 3D-Modellen ungefähr 5 GB ergeben haben, haben wir uns dafür entschieden, jetzt nur einen Ausschnitt zu zeigen, weil sonst das Loading ein bisschen zu lange dauern würde. Und genau, die Daten sind, wie gesagt, vom März, deswegen kann man alle Gebäude und auch neue Gebäude und auch die zum Beispiel die berühmteste Baustelle Hamburgs sehen. ja. Gut. So, jetzt beginnen wir unsere Reise. Und natürlich ist es die Elbphilharmonie. Und die gesamte Innenstadt mit ihren Häusern. Und sehr gut kann man auch die visualisierte Lärmkarte erkennen. Also die rot eingefärbten Häuser sind die Häuser, bei denen es besonders laut ist. Und dann hier die Alster. Ja, dann können wir mal den Rundflug beginnen. Erstmal sieht man natürlich, die ganzen grünen Punkte sind die Bäume, bei denen auch die Krongröße korrekt dargestellt wurde. Also wow. Ich bin jetzt nicht sicher, wie viele Bäume das waren. Ich glaube, es geht an 52.000. Bei den Gebäuden waren es insgesamt 360.000, von denen wir etwa ein Fünftel vielleicht hier jetzt in der Innenstadt haben. Ja, und natürlich alle Gebäude sind für, ja, sehr detailliert dargestellt. Wie gesagt, das sind halt Level 1 3D-Modelle und deswegen sind zum Beispiel bei manchen Gebäuden auch keine Dächer da oder sowas. Aber wie gesagt, 2016 kommen die neuen Daten und das ist dann auch kein Problem, die so zu integrieren. Ja, genau. Und dieses Projekt, das nur an einem Tag erstellt wurde, ist natürlich noch lange nicht fertig. Und
Wir haben sogar schon ein paar Ideen für die nächsten Schritte. Nämlich zum Beispiel könnte man die Häuser, also man könnte daraus eine Art Simulation erstellen. Zum Beispiel könnte man bei den Häusern die Lärmparameter unterschiedlich einstellen, sodass man dann die Bevölkerungsentwicklung nachverfolgen könnte. Und ja, dass man die Häuser, die Eigenschaften verändert und dadurch eine ganze Stadt verändern und simulieren kann. Selbst ohne Engine. Ja, das war auch ganz schön schwierig.